Es ist okay, ich bin absolut nicht zufrieden. Ich hatte auf jeden Fall mehr drauf. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, woran es gelegen hat. Vom Laufen her hat es sich eigentlich okay angefühlt. Der erste Lauf war ein guter Einstieg, der zweite war jetzt nicht so gut, aber dann nächste Woche in Berlin. Ja. Ja, das stimmt. Ich kam nicht wirklich schön ins Laufen rein, hinten raus. Ich war dann ein bisschen in so einem Anfersen-Ding drin, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das war hinten raus dann auch nicht wirklich schnell. Da habe ich auch gemerkt, dass die Leute mich auch fast wieder eingeholt haben. Ja, geht auf jeden Fall besser. Nächste Woche, Freitag, ist Istaf Berlin, da werde ich jetzt laufen. Und zurzeit ist sonst eigentlich nicht viel geplant, außer die Deutschen und dann eventuell die Hallen-EM. Wie hast du hier die Atmosphäre erlebt? Ich meine, keine Zuschauer in der Halle, Istaf ist aber trotzdem mit viel Tamtam. Was hat das mit dir gemacht? Wie viel Spaß hat es dabei gemacht? Also Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht. Istaf ist immer richtig nice. Hier ist es natürlich ein bisschen anders gewesen, heute ohne Zuschauer. Ist natürlich noch was anderes. Mit Zuschauern ist natürlich immer geiler. Aber ich fand an sich, fand ich es wirklich in Ordnung. Und die blaue Bahn und wie es Istaf immer aufgebaut ist, dann hat man immer schon ein bisschen mehr Wettkampffeeling als jetzt zum Beispiel mein Einstiegswettkampf in Frankfurt. Also ich fand es eigentlich an sich, insofern ohne Zuschauer, eigentlich ganz gut. Und wie viel Bock hast du schon auf Berlin? Oh, jetzt habe ich erst recht Bock auf Berlin, weil das heute so schlecht war. Ja, auf jeden Fall.